Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, den digitalen Technologien wird ja manchmal etwas pauschal nachgesagt, dass sie nicht gerade beziehungsfördernd sind. Und in diesem Video möchten wir Ihnen Technologien und Formate vorstellen, die zumindest in meinem Arbeitsleben einen genau gegenteiligen Effekt hatten, nämlich Videokonferenztechnologien und in Verbindung damit Live-Videoformate für die Erwachsenenbildung. Live-Videoformate sind Formate, die eine Technologie vergleichbar Skype nutzen, um Menschen live, also simultan und auch sichtbar miteinander zu verbinden. Und gerade wenn sie eher ein visueller und kommunikativer Typ sind, dann können diese Technologien ihre Möglichkeiten für lebendige Arbeitsbeziehungen und lebendige Bildungsveranstaltungen wirklich vervielfachen. Ich gebe Ihnen daher zunächst einen knappen, straffen Überblick über die wichtigsten Live-Video-Formate für die Erwachsenenbildung, die wir im Moment sehen. Also quasi alles, was Sie mit Technologien vergleichbar Skype relativ einfach selbst anstellen können. Zu den gängigen Live-Video-Formaten in der Erwachsenenbildung gehören die Online-Podiumsdiskussion oder der Online-Vortrag, die Online-Gesprächsrunde oder Online-Workshop, die interaktive Online-Führung, die Online-Sprechstunde und die hybride Veranstaltung, die gleichzeitig online und in Präsenz stattfindet. Online-Vorträge sind die Live-Variante des Vortragsvideos. Sie eignen sich gut, um relativ strukturiert einen bestimmten Content zu übermitteln und Live-Rückfragen zu beantworten. Gegenüber einem reinen Vortragsvideo haben Sie den Vorteil, dass auch unmittelbar mit dem Publikum diskutiert oder über etwas abgestimmt werden kann. Ihre Erweiterung ist die Live-Podiumsdiskussion mit mehreren Referentinnen und Referenten am Podium und mit Publikumsbeteiligung. Beispiele dafür finden sich unter den Web-Talks auf erwachsenenbildung.at oder bei den Webinaren im eBMOOC Plus. Podiumsdiskussionen werden umso interessanter, je mehr Publikumsbeteiligung möglich ist. Im kleinen Teilnehmerinnenkreis geht das gut mit Videozuschaltung, im großen vor allem mit Abstimmungen und anderen Formen, die von der verwendeten Technologie abhängen. Online-Gesprächsrunden hat man im kleinen Teilnehmerinnenkreis rasch generiert. Alle sitzen auf Augenhöhe zusammen, es gibt kein Podium und die Moderatorin oder der Moderator tritt etwas in den Hintergrund. In größeren Gruppen sind auch Workshops mit Hilfe sogenannter Gruppenräume oder Breakout Rooms sehr gut umzusetzen, wie hier abgebildet. Dabei teilen sich die Teilnehmenden vorübergehend in kleine Untergruppen auf und kommen erst später wieder in der großen Gruppe zusammen. Auf diese Weise können sogar Online-Barcamps abgehalten werden. Interaktive Online-Führungen sind ein weiteres attraktives Live-Video-Format. Der Veranstalter oder die Veranstalterin überträgt hier live von der Handykamera in den Online-Webinarraum. So kann man beispielsweise einen Stadtspaziergang, eine Museumsführung oder eine Bibliotheksführung veranstalten oder einen Naturlehrpfad oder verschiedene Outdoor-Events teilen. Über die Online-Sprechstunde muss man wohl nicht viel sagen. Hier werden einfach Vier-Augen-Gespräche ergänzend zu Bildungsveranstaltungen online durchgeführt. Besonders praktisch ist die Online-Sprechstunde in Kombination mit einem Online-Tool zur Terminanmeldung bzw. Terminvergabe. Je nach Technologie stehen Tools für Agenda und Mitschrift im System zur Verfügung, zum Beispiel bei Adobe Connect, oder können einfach über einen Link ins System eingebunden werden, zum Beispiel bei Zoom. Eine besonders reizvolle Form der Kooperation ergibt sich durch die Erweiterung von Präsenzformaten bei sogenannten hybriden Veranstaltungen. Dabei handelt es sich um Veranstaltungen, die in Präsenz an einem gemeinsamen Ort stattfinden, wobei eine größere Anzahl von Teilnehmenden auch per Videokonferenz zugeschaltet teilnimmt. Mit einer guten technischen Ausrüstung ist hier auch die Zusammenarbeit in Workshop-Gruppen möglich. Diese kleinen Workshop-Gruppen können dann aus ein paar anwesenden und ein paar zugeschalteten Personen bestehen. Die Möglichkeiten sind wirklich vielfältig und erlauben hochgradig sinnvolle Settings. Sie ermöglichen das Einladen von Expertinnen und Experten und manchmal überhaupt erst eine Teilnahme an einer weit entfernten Veranstaltung.
Man setzt diese Formate ja meist nicht statt persönlicher Treffen ein, sondern zusätzlich. Das heißt, meistens heißt die Alternative nicht, treffen wir uns persönlich oder treffen wir uns online, sondern treffen wir uns online oder treffen wir uns überhaupt nicht. Wir meinen wirklich, diese Möglichkeiten muss man selbst erlebt haben und sollte man auch nutzen. Wir veranstalten aus diesem Grund auch ein Webinar dazu, und zwar mit David Rödler, den viele von Ihnen in Österreich und darüber hinaus sicher schon kennen. Er ist ein Experte und Vorreiter in puncto Webinare und wird auch im nächsten Video im EBMOOC zu sehen sein. Das Webinar findet bereits am 23. April 2020 von 16.30 Uhr bis 18 Uhr statt, und zwar unter der hier angegebenen Adresse auf Zoom. Üblicherweise braucht man ja für unsere Webinare nur ein Gerät mit Tonausgabe und Internetverbindung, aber diesmal empfehlen wir dringend, dass Sie sich auch ein Headset und eine Webcam herrichten und diese in Betrieb nehmen, wenn Sie am Webinar teilnehmen und dabei voll profitieren möchten.